In diesem Video bist du genau an der richtigen Stelle, wenn auch du dich mal wieder verlieben möchtest. Näheres dazu gleich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem. Ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 20 Jahren. Und demnächst bin ich Referent beim Verlieben-Kongress und zwar live. Wenn du kostenlos dabei sein möchtest, dann ist das hier dein Link, intsil.de/verlieben. Der Link kommt auch gleich im Video. Was hast du davon, wenn auch du dort dabei bist? Und zwar, wenn du vor allem am 20. Mai um 20 Uhr dabei bist. Denn dann bin ich im Verlieben-Kongress als Referent live auf Sendung und du kannst mir deine Fragen stellen. Worum geht's im Verlieben-Kongress? Wie der Name schon sagt, geht's darum, sich zu verlieben. Und das macht für dich natürlich vor allem dann Sinn, wenn du gerade Single bist. So ist das Ganze gedacht. Im Verlieben-Kongress sprechen mehrere Experten zum Thema Verlieben. Wer hätte es gedacht? Unter anderem ich. Und mein Hauptthema im Verlieben-Kongress wird sein, so glaube ich zumindest im Moment, denn wie gesagt, es ist live und wenn du meine Videos kennst, meine Live-Videos, dann weißt du, dass ich manchmal im Thema bleibe, aber trotzdem in eine andere Richtung gehe. Was ich im Moment angedacht habe, ist das Thema Authentizität. Warum Authentizität? In dem Maß, wie du dich verliebst auf der Basis von irgendwelchen ultimativen Flirt-Tricks oder sozusagen schlimmer noch, in dem Maß, wie du dich verliebst auf der Basis deiner systemischen Verstrickungen, auf der Basis von alten Mustern, die du vielleicht von einer vergangenen Beziehung in die gegenwärtige bringen würdest, in dem Maß, wie du vielleicht noch alte Verletzungen aus einer anderen Beziehung in dir trägst. In dem Maß lernt dich dein neuer Partner, deine neue Partnerin eben auf der Basis dieser Verstrickungen, dieser alten Muster kennen. Und das bedeutet sozusagen, dass du ganz viel in diese Beziehung mit hineinbringst, was da definitiv nichts drin verloren hat. In Anführungszeichen könnte ich jetzt sagen, mach dir darum aber keine Sorgen, denn du kannst dir sicher sein, dein Partner, deine Partnerin wird sinngemäß dasselbe tun. Ja, das ist natürlich jetzt nicht wirklich ernst gemeint, aber das ist das, was du vielleicht sogar aus eigenem Erleben heraus kennst. Ja, du bringst alte Muster mit, dein Partner, deine Partnerin bringt alte Muster mit und damit ist in der nächsten Beziehung im Grunde genommen vorprogrammiert, dass es ähnlich problematisch läuft wie in der letzten Beziehung. Und damit dir das nicht passiert, gebe ich dir definitiv einige meiner wertvollsten Tipps, trifft es im Grunde genommen nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich das überhaupt umschreiben soll. Ja, ein Tipp ist oberflächlich, das, was ich dir rüberreiche, das wird sehr viel tiefgreifender, das wird sehr viel tiefgründiger sein. Aber ich will hier ja nicht vorgreifen, damit du dich kostenlos für deinen Logenplatz im Verlieben-Online-Kongress registrieren kannst. Geh am besten, jetzt habe ich gerade die Links vertauscht, so ist es. Wenn man ohne doppelten Boden, ohne Skript ein Video dreht, ja, geh auf intsil.de/verlieben. Da gibt es deinen kostenlosen Logenplatz im Verlieben-Kongress. Und wenn du schon jetzt was für dein Selbstbewusstsein tun möchtest, sodass du schon jetzt ein Stück weit an deiner Authentizität arbeitest, dann geh auf intsil.de/doppelt. Da gibt es im Moment nämlich eine Gratis-Challenge, bei der du checken kannst, inwieweit auch du innerhalb von 7 Tagen dein Selbstbewusstsein verdoppeln kannst. insel.de/doppelt. Ja, und je nachdem, auf welchem Kanal du dieses Video gerade siehst, wenn du vorab ein bisschen abchecken willst, was so mein Hintergrund als Trainer ist, ja, dann geh auf insel.de, das ist meine Website. Ein paar Takte zu mir in Bezug auf Beziehung. Mit 15, da habe ich mich ganz extrem einsam gefühlt und meine Befürchtung damals war, ich werde niemals die Frau fürs Leben finden. Mit 18 habe ich mich dann zum ersten Mal gebunden, 13 Jahre lang. Und ich würde sagen, meine erste Frau und ich, wir haben uns viele Grenzerfahrungen beschert. Zwar nicht geplantermaßen, aber letzten Endes hat mir das einfach geholfen zu reifen. Mit ungefähr 30 Jahren war ich dann zum ersten Mal als erwachsener Mensch Single. Und ich hatte das Gefühl, ich bin der einsamste Mensch hier auf diesem Planeten.
Ich habe 3 Kinder aus dieser ersten Ehe, die ich aus unterschiedlichen Gründen lange Zeit nicht sehen konnte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das Beziehungsleben ist rum. Ich wusste damals, obwohl ich schon Selbstbewusstseinstrainer war, nicht wirklich, wie ich für mich eine passende Partnerin finde. Was ich ganz schnell rausgefunden habe, das war, dass in den Partnerbörsen, in denen ich war, ja, sobald ich da irgendwie zur Sprache gebracht habe, ich habe 3 Kinder, war im Wesentlichen dieser Kontakt sofort wieder abgebrochen. Ja, mittlerweile bin ich seit beinahe 10 Jahren mit meiner Traumfrau verheiratet. Wir haben gemeinsam 2 Jungs. Einer davon steht gerade hinter der Kamera. Das ist unser 8-jähriger Sohn Julius, der gleich im nächsten Video, was ich jetzt direkt noch drehen werde, dann auch die Kamera führt. Ja, soweit in Kürze zu mir. Und wie gesagt, ich werde im Verlieben-Kongress am 20. Mai 2017 live auf Sendung sein. Stehe dir für deine Fragen im Live-Chat zur Verfügung. Solltest du dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt sehen, dann folge einfach dem Link unter diesem Video, denn das ganze Kongresspaket bestehend aus x Videos und aus ganz viel mehr, was dir einfach hilft, dich endlich richtig, ja, von ganzem Herzen sozusagen professionell zu verlieben, mit einer ganzen Herde voll Schmetterlingen im Bauch. Dieses Kongresspaket, das kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt noch abgreifen. Die Konditionen findest du einfach, indem du dann dem Link unter diesem Video folgst. Ja, das soweit von mir. Jetzt freue ich mich darauf, dich im Verlieben-Kongress live zu erleben. Bereit mir alle deine Fragen vor, die du längst schon mal stellen wolltest, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Selbstbewusstsein, Verlieben und Authentizität, also echt sein, zu tun haben. Und dann freue ich mich darauf, dich am 20. Mai ab 20 Uhr live im Verlieben-Kongress zu sehen. Den Link hast du hoffentlich gecheckt. Du findest ihn auch nochmal unter diesem Video. Bis dahin, halt die Ohren steif. Recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Mein Name ist Matthias Schwem. Ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 20 Jahren. Und ich werde Live-Experte im Live...